Zwischen der Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 und folgende und heute gibt es eine Menge sehr, sehr erstaunlicher Parallelen. Und diese Parallelen wollen wir uns jetzt mal anschauen und vor allem gucken, was bedeutet das für die Aktienmärkte. Denn da könnte jetzt zunächst mal eine Rallye anstehen, so wie es im Jahr 1929 war. Aber versetzen wir uns mal zurück ins Jahr 1929. Was war da passiert? Wir hatten zunächst mal den Ersten Weltkrieg mit einer natürlich massiv gestiegenen Verschuldung der Staaten, die diesen Krieg finanzieren mussten. Dementsprechend saßen eben vor allem die Staaten auf großen Schulden. Aber dann kamen die goldenen 20er Jahre, vor allem in den USA, die sich in diesem Zeitraum zur absoluten Supermacht entwickelte. Warum? Erstens, weil man die Automobilproduktion standardisierte, industriell praktisch fertigen konnte, und zweitens, weil man die Haushalte elektrifizieren konnte. Das hat sozusagen den Wohlstand in die amerikanischen Haushalte gebracht, und man konsumierte, man stellte her und konsumierte. Wir haben 1919 noch 100 Millionen Dollar an Konsumentenkrediten und 10 Jahre später, 1929, sind es bereits 7 Milliarden Dollar. Das heißt, wir haben eine Versiebzigfachung des Kreditvolumens im Konsumbereich innerhalb von nur 10 Jahren. Es war ähnlich wie jetzt kurz vor der Corona-Krise, wenn man sie so bezeichnen kann, dass die Amerikaner konsumierten bis Oberkante, Unterlippe, dass man vor allem spekulierte an den Märkten. Im Oktober letzten Jahres wurden ja erst die Gebühren praktisch abgeschafft bei den Brokern in den USA. Da haben dann Mom and Dad richtig reingehauen und die sitzen jetzt möglicherweise auf Verlusten oder haben diese Verluste bereits realisiert. Und jetzt könnte aber kurzfristig mal ein Wendepunkt kommen, wie ich gleich zeigen werde. Aber schauen wir uns erstmal an, was derzeit so ein bisschen der Fall ist. Da haben wir hier etwa Global Discretionary Consumer Spending, etwa Restaurantreservierungen global gesehen. Hier sehen wir verschiedene Länder, United States, Germany, Kanada, United Kingdom und so weiter. Überall das gleiche Bild. Wir haben einen totalen Kollaps dieser Bereiche. Es liegen ganze Branchen, ganze Sektoren natürlich völlig am Boden. Da passiert derzeit gar nichts. Das ist sogar krasser als in der Weltwirtschaftskrise, wo wir ja nicht sofort einen abrupten Stopp hatten, sondern wo das ja auch Schritt für Schritt ging, als dann sozusagen auch erste Banken zusammenbrachen. Jetzt haben wir so die Situation, dass Goldman Sachs eine globale Rezession erwartete. Wir waren so fast beim Nullpunkt im Jahr 2008, 2009 global gesehen. In vielen Ländern war das Wirtschaftswachstum ja kein Wachstum, sondern ein deutliches Minus, minus 5, minus 6 Prozent so durchschnittlich in den westlichen Ländern. Jetzt sagt Goldman Sachs, dass wir wahrscheinlich dann eine schlimmere Situation bekommen als in der Finanzkrise, denn damals sind wir noch so um die Null, jetzt dürften wir unter die Nullerlinie kommen. Ich hatte gestern schon folgenden Chart gezeigt. Das ist der Verlauf S&P 500 im Jahr 1929 und der Spider, das maßgebliche ETF auf den S&P 500 heute. Und wir sehen, da gibt es doch ziemlich erstaunliche Parallelen. Da haben wir einen ähnlichen Verlauf und wir sehen eben auch, dass es dann ziemlich stark nach oben ging. Das wird hier nochmal ein bisschen plastischer in diesem Chart. Hier sehen wir, dass etwas früher dieser Crash eingesetzt hat, jetzt im Jahr 2020, jahreszeitlich früher in der Weltwirtschaftskrise, war das ein, zwei Monate später rein von der Terminierung sozusagen stärker noch in den Frühling rein verschoben. Aber wir sehen, dass wir dann eben eine starke Rallye sehen konnten. Es wurden knapp die Hälfte, nämlich 48% dieser Verluste durch diesen Crash zunächst mal wieder gut gemacht. Und wir haben jetzt aktuell die Situation, dass die Märkte hoffen auf den ganz großen Stimulus auch der USA. Es gibt Hoffnungsbotschaften zwischen Mnuchin, US-Finanzminister der Republikaner, und eben Chuck Schumer, dem Führer der US-Demokraten in diesem Bereich. Man will 2,5 Billionen Dollar hier zur Verfügung stellen. Das ist deutlich mehr als das gesamte Jahresbudget, was man vorher verabschiedet hatte. Oder die Neuverschuldung für das ganze Jahr lag bei 1,5 Billionen. Jetzt will man sozusagen auf einen Schlag mal 2,5 Billionen draufpacken. Und die Märkte sind jetzt hoffnungsvoll und sagen sich, gut, wir haben jetzt praktisch gestern die Fed gesehen mit dem All-In-Versprechen. Die Fed kann jetzt direkt an Unternehmen Geld leihen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die Unternehmen müssen also nicht zur Bank, sondern die Fed kann direkt Unternehmen finanzieren. Das ist ein Gamechanger. Das sind Dinge, die wir so noch nicht gesehen haben, die wir nicht geglaubt hätten noch vor ein paar Wochen. Aber
Was hatten wir vor ein paar Wochen noch alles geglaubt? Und wie ist dieser Glaube nun einer völlig anderen Erkenntnis gewichen? Neue Welt, alte Welt, wie manche sagen. Jedenfalls sehen wir, dass hier einiges möglich ist. Aber wir sollten den größeren Kontext nicht vergessen. Wir sehen hier in diesem Chart diese Aufwärtsbewegung, die war schon der Fall. Da ging es hier nach oben, aber dann ging es bis zum Jahr 1932 kontinuierlich nach unten. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben jetzt zwar jede Menge Liquidität, aber wir haben eine kollabierte Wirtschaft. Wir werden sozusagen viele Dinge erleben, die dann sehr unschön sein werden. So ist es zu vermuten, im Mindesten ökonomisch. Also hier müssen wir sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Selbst wenn wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen eine Rallye bekommen, heißt das noch nicht, dass wir aus dem Schneider sind. Schauen wir hier uns mal ein paar Projektionen an für das zweite Quartal in den USA zum Beispiel. Das geht runter bis zu, naja, minus 50%, so zwischen minus 10, minus 15, minus 25, je nachdem, wer gerade projiziert, wer gerade sich versucht, an die Sache heranzutasten. Man kann es schlichtweg nicht sagen. Es ist sehr, sehr schwierig. Jedenfalls versucht Donald Trump, den Schaden zu minimieren, indem er gesagt hat, wir werden so schnell wie es geht wieder die Dinge öffnen, die Wirtschaft wieder öffnen. Es kann nicht sein, und da hat er natürlich einen Punkt, dass die Folgeschäden durch diesen Shutdown größer sind als die Schäden eigentlich durch das Coronavirus. Ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, die man hier abwägen muss. Und jetzt kommen die ersten Daten aus der Eurozone, aus Deutschland. Was Sie hier sehen, das ist der Einkaufsmanager-Index Dienstleistung, der hier noch ganz entspannt über der 50er Expansionsschwelle ist. Das dürfte diesmal und heute anders werden. Um 9.30 Uhr kommen die Zahlen. Wir hatten ja im Industriesektor, im produzierenden Gewerbe, ja eine Erholung Richtung 50 gehabt. Nach dem großen Niederschlag ging es ja zuletzt wieder nach oben. Aber Produktion ist jetzt weniger wichtig wahrscheinlich als der Dienstleistungssektor, der völlig kollabiert sein dürfte. Hier werden immer noch Werte um 42 erwartet, während bei der Produktion, also im Gewerbe, 39 erwartet wird. Kontraktion, aber nicht ganz krasse Kontraktion. Wir werden jetzt anhand dieser Daten um 39 sehen, wie schlimm die Dinge sind. Auch die Amerikaner haben heute Einkaufsmanager-Index von Market um 14,45. Die schenken diesem Indikator allerdings relativ wenig Beachtung. Jedenfalls sehen wir jetzt schon mal erste Leichen. Hier zum Beispiel ein Aktienfonds, der in zwei Tagen, nämlich letzten Donnerstag und Freitag, 27% seines gesamten Kapitals verloren hat. Und zwar deshalb, weil er Aktien verkaufen musste, um Margin Calls zu vermeiden in Sachen hypothekenbesicherte Anleihen. Also das sind jetzt Dinge, wo sozusagen plötzlich Sidekicks, Seiteneffekte kommen, die dann zu Handlungen führen, die letztendlich kaum erklärbar sind, aber eben aufgrund der Mechanik des Marktes, die ich immer wieder thematisiert hatte in den letzten Tagen, durchaus erklärbar sind. Schauen wir uns hier mal den Verlauf an der Aktienmärkte. Gestern ging es ja deutlich nach unten nochmal oder einigermaßen deutlich. Am Freitag umso mehr. Wir sehen jetzt den schlechtesten Handelsmonat seit dem Jahr 1938 und die schlechteste Woche seit der Finanzkrise. Zumindest war das bis gestern jetzt der Fall. Heute dürfte es nach oben gehen, weil eben die Hoffnung da ist. Ja, da kommt Stimulus, da kommt jetzt die ganz große Bazooka auch durch die Staaten. Dann haben wir auf der einen Seite die Notenbanken, die all in gehen. Wir haben die Staaten, die sozusagen die ganz große Bazooka auspacken. Wir haben eine immense Liquidität. Und vielleicht, so die Hoffnung, wird sich diese Corona-Geschichte dann irgendwann erledigt haben, sodass wir jetzt durchaus das Potenzial haben, nach diesen massiven Verlusten eben, die auch bedingt waren, vor allem durch Positionierungen. Hier sehen wir das, was Charlie McAlligott, einer der großen Kenner der Mechanik der Märkte von Nomura, von der japanischen Großbank Nomura, hier gezeigt hat. Wir sehen hier, dass vor allem am Future-Markt vieles stark gehebelt auf der Long-Seite unterwegs gewesen sind. Die mussten sich jetzt schon zu einem großen Teil enthebeln. Das heißt, kurzfristig dürften wir einen bestimmten Teil der Enthebelungsprozesse, wenn nicht den größten Teil, im kurzen Zeitfenster schon gesehen haben. Übergeordnet noch nicht, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, was Charlie McAlligott hier sagt. 146 Milliarden Dollar an S&P Futures mussten verkauft werden, 165 Aggregate US Equities mussten, Equity Futures mussten verkauft werden und, und. Also da ist schon viel passiert, aber
Jetzt ist die Situation, dass wir wahrscheinlich am Donnerstag oder am Freitag, vielleicht auch schon heute, unwahrscheinlich, aber Donnerstag, Freitag, so die Projektion, bekommen wir diesen großen Deal zwischen den Republikanern und den US-Demokraten über diese 2,5 Billionen Dollar. Und wir hatten eine ähnliche Situation im Jahr 2008, wieder ein historischer Verweis. Da war es so, dass die Märkte dann hossierten, bis diese Bill, bis dieses Gesetz, bis dieses Stimuluspaket dann verabschiedet wurde, und dann ging es nicht mehr nach oben, sondern ging es tendenziell nach unten. Es ist also so, dass wahrscheinlich bis zur Verabschiedung dieses Stimuluspaketes die Laune gut sein könnte, dann aber wird es wieder schwieriger. Schauen wir uns mal die Charts an, was da vielleicht zu sehen ist. Was wir hier haben, ist The DAX, der jetzt bei 9098 handelt. Der hat sich ohnehin besser gehalten, fand ich, oder war mein subjektiver Eindruck, könnte man sagen, als der Dow Jones, als der S&P, als der Nasdaq. Wir sehen also, dass wir jetzt hier das Potenzial haben, erstmal einen Boden hier auszubilden. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der aktuell handelt bei 3000, nee, nicht bei 3000, das ist schon ein bisschen her, bei 2322. Wir sehen also hier die ersten positiven Kerzen, die sich hier abzeichnen. Wir haben den Nasdaq, der es jetzt schafft, bei die Wende deutlicher schafft, gestern schon deutlich stärker war, 7.284. Schauen wir uns nochmal an, was der Euro sagt. Der ist aktuell stärker. Wir haben ja die Situation, dass wenn die Panik ein bisschen verschwindet, wenn diese Enthebelungsprozesse verschwinden, dann oder weniger werden, dann wird der Dollar auch wieder schwächer. Wenn Panik am Markt ist, wenn Enthebelung der Fall ist, wenn Schulden zurückgeführt werden müssen, Liquidität generiert werden muss, dann haben wir Dollarstärke. Jetzt haben wir diese Erleichterungsrallye und wir sehen Euro-Dollar bei 1,829. Wir sehen Gold bei 1568, massive Rallye gesehen, ja vor allem gestern. Klar, wir haben die totale Bazooka durch die Fed, die totale Entgrenzung von Geld. Wenn eine Notenbank direkt an Unternehmen Geld leihen kann, dann wissen wir schon mal, was der Fall ist. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das hatten auch gestern die Goldbullen so gehört. Und jetzt sind wir beim Crude Oil auch wieder bei 25,08. Also, das ist die Situation. Viele Parallelen zu 1929. Wir könnten jetzt eine saftige Rallye erleben, mindestens in dieser Woche bis zur Verabschiedung dieser Stimuluszusage durch die US-Regierung. Gleichwohl wird Geld nicht alle Wunden heilen, sondern es ist erstmal ein Pflaster, das den Schmerz ein bisschen lindert, auch den psychologischen Schmerz ein bisschen lindert. Aber wir stehen vor einem gewaltigen Veränderungsprozess, der noch viele Schmerzen verursachen wird und der eben auch dazu führen wird, dass wir wahrscheinlich das Tief, selbst wenn wir jetzt noch eine massive Rallye erleben, noch nicht gesehen haben, auch nicht an den Aktienmärkten. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.